Herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin die Miri und wir sind zurück bei unserem Kaiser Ardisone, der ja als zufriedener Herrscher selber keine Kriege anzettelt, aber unser Verbündeter Lothringen wurde angegriffen und zwar aus den eigenen Reihen und deshalb müssen wir jetzt doch vielleicht mal was unternehmen. Wir werden deshalb jetzt unseren Sammelpunkt erstmal hier in die Grenze verlegen und unser Kriegsvolk ausheben. Das sollte ja wohl reichen hier. Ja, wir selber werden natürlich auf gar keinen Fall in den Krieg ziehen. Also wir sind ja viel zu feige dafür. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir unseren Sohn Alberto Azzo an die Spitze dieser Armee stellen. Wo haben wir ihn denn? Alberto Azzo. Einfach aus dem Grund, weil er nämlich ein tapferer Junge ist und ich denke, wir wollen ihm auch die Möglichkeit geben, sich zu beweisen. Zumal ja unser erster Sohn sich gerade so ein bisschen als Enttäuschung rausgestellt hat, denn er hat den Titel Königreich von Burgund, den wir ihm verliehen hatten, den hat er an unseren Bruder verloren. Und das macht uns vielleicht so ein bisschen Sorgen. Ne? Ja, ich meine, wenn er schon ein Königreich nicht verteidigen kann, wie will er dann ein Kaiserreich zusammenhalten, ist vielleicht so ein bisschen der Gedanke dahinter. Und das bringt unseren ja gar nicht so dummen Herrscher vielleicht ein bisschen auf die Idee, ob vielleicht einer seiner anderen Söhne geeigneter wäre. Die rechtliche Möglichkeiten, anderen Erben zu bestimmen, hat er ja. Also an sich ist es natürlich immer der Erstgeborene, der erbt. Aber er kann natürlich auch jemand anderen bestimmen, wenn ihm danach ist. So. Aha, unsere nackte Schwiegertochter hat auch ein Kind zur Welt gebracht. Können sie nennen, wie sie wollen. Ach, wir versuchen sie mal zu erwischen, irgendwo. Vielleicht sollte ich mit dem Tempo ein bisschen runtergehen, ansonsten habe ich hier, glaube ich, keine Chance, hinterherzukommen. Natürlich die ganze Zeit hinterher. So. Vielleicht bekommen wir sie auch irgendwann mal irgendwo. Aha, er hat sich's wieder anders überlegt. Wir probieren es mal hier. Flussüberquerung hin oder her. Ach nee, kriegen wir doch nicht. Ach, eh. Jetzt aber, oder? Jawohl. Gut, die Armee ist schon mal Geschichte. Also richtig gründlich. 80 Leute haben wir verloren und der die ganze Armee. Ritter wurde Schwertmeister. Aha, okay. Diverse Dinge sind passiert. Wo haben wir denn noch her? Welche? Wir haben hier auch noch ein paar gegnerische Truppen. Das sind natürlich ein paar mehr, als wir es sind. Aber wir stürzen uns trotzdem mal in die Schlacht. Wir müssen nämlich unseren Verbündeten helfen. Na, kriegen wir die vorher noch? Jawohl, wir können wenigstens einen Teil davon abfangen. Dann versuchen wir hier noch zu helfen, aber das wird wahrscheinlich eher nichts mehr. Es würde mich entzücken, wenn Sohn Bartolomeo von euch meinen Hof in Graz besuchen könnte, um seine Gleichgestellten zu treffen. Ich hoffe, er nimmt teil, denn er würde mir fehlen, wenn er nicht käme. Fragt Herzog Uderico von Steiermark, der 14 Jahre alt ist, also ungefähr so alt wie unser Sohn. Ja, soll er natürlich dran teilnehmen. Bisschen Spaß haben, das ist ja wichtig. Aha, was ist da denn passiert? So. Da haben wir die nächste Truppe geschlagen. Wir sind bekannt für unsere Hingabe an den Glauben. Gut, das war jetzt wohl der Weiße Frieden. Das Kriegsbeil begraben. Kaiser Ardisone, wir hatten mitunter so unsere Differenzen. Aber meint ihr nicht auch, dass man die Vergangenheit ruhen lassen sollte? Meine Rivalin und Vasallenherzogin Albina, die hinter Gittern ist, bei mir, reicht mir die Hand durch die Gitterstäbe wahrscheinlich. Was auch immer zwischen uns gewesen sein mag, lasst uns neu beginnen.
Sie ist unsere Rivalin. Ich weiß zwar nicht so ganz warum, aber es ist auf jeden Fall so. Und sie ist bei uns hinter Gittern, wahrscheinlich, weil sie Ehebrecherin ist. Und jetzt möchte sie uns anbieten, dass wir keine Rivalen mehr sind. Das ist natürlich ein bisschen lächerlich, während sie hinter Gittern ist. Aber ich meine, wir sind feige und zufrieden. Wir werden jetzt darauf nicht ewig drauf rumhacken, würde ich sagen. Dann haben wir halt einen Rivalen weniger. Aber wir könnten sie vielleicht in der Tat auch mal freilassen. Für einen Gefallen, gut, gibt kein Geld dafür. So. Also diesen einen Krieg haben wir auf jeden Fall ganz gut hinbekommen. Ich würde sagen, wir zerstören jetzt, wenn wir schon mal gerade dabei sind, auch noch die kentische, die essexische Armee. Heimkehr eines Kindes. Gut, unser Sohn ist wieder da. Das war ganz gut, würde ich sagen. Ja, also die KI macht das ganz häufig, wenn, also wenn sie von Untergebenen angegriffen wird, dass sie einen weißen Frieden macht. Ich wurde auch schon mal darauf hingewiesen, dass ich das ja auch machen könnte. Denn wenn ich angegriffen werde und dann einen positiven Kriegsstand habe, ist der Gegner natürlich durchaus bereit, auch mit einem weißen Frieden rauszugehen. Ich finde es rollenspielerisch, kommt es auf den Charakter an. Also ich mache das grundsätzlich nicht so gerne. Kümmern wir uns gleich drum. Ich möchte euch nur kurz sagen, was ich denke hier. Also grundsätzlich mache ich das nicht so gerne, weil wenn ich den Krieg gewinne, sind ja alle Redelsführer erstmal bei mir im Kerker und ich kann sie direkt bestrafen. Wenn ich aber in den Weißen Frieden gehe, dann sind sie nicht in meinem Kerker. Ich kann sie dann zwar anschließend selber nochmal einkerkern und sie dann bestrafen, zumindest dafür, dass die aufmüpfig waren. Aber das ist halt umständlich. Ne? Also ich glaube, im Endeffekt ist es schneller, wenn man den Krieg zu Ende führt, zumal wenn man so überlegen ist wie ich. Ist vielleicht was anderes, wenn man weniger überlegen ist. Dann kann man das durchaus auch durchziehen, finde ich. Es wäre jetzt was anderes, wenn man hier so einen feigen Herrscher hat wie unseren jetzigen. Oder einen faulen Herrscher. Oder auch einen sehr gütigen Herrscher vielleicht. Könnte ich mir auch vorstellen, dass der dann vielleicht früh aus dem Krieg rausgehen würde. Aber ich finde es, wie gesagt, blöd. Also ich denke, die meisten Herrscher würden doch versuchen, eine Rebellion auch wirklich niederzuschlagen. Und die Redelsführer nicht auf freiem Fuß lassen. Das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter. Kann man natürlich anders sehen. Ich sehe es so. Aber ja. So, in seinem Zimmer eingesperrt. Ugolino kam zu mir und beschwerte sich darüber, dass Bernardou ihn tyrannisiert. Er liegt seit Tagen im Bett, um sich keinen Schikanen des anderen Kindes aussetzen zu müssen. Ja, ich meine, wir sind jetzt feige. Das ist die Frage, würden wir ihn jetzt in diese Richtung beeinflussen? Weil wir ja auch gleichzeitig sprunghaft sind, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir vielleicht so einen Tag haben, an dem man dann sagt, also ich glaube, grundsätzlich ist es, ist jedem, der feige ist, durchaus auch bewusst, dass es besser wäre, mutig zu sein, ne? Also, dass, das angesehener ist, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass er den versucht, in die Richtung zu drücken. Also man versucht ja ein Kind nicht auch nicht immer so zu erziehen, wie man selber ist, sondern man möchte ja eigentlich, dass die Kinder es besser machen als man selber. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass er das dann auch in die andere Richtung entwickelt. Und ich würde jetzt mal würfeln zwischen den dreien, so wie eben. Also 1 und 2 ist Option 1, 2 und 3, 3 und 4 ist Option 2 und die letzte Option ist demnach 5 und 6 und ich würfle eine 4. Ja, er bleibt feige. So. Die Schlacht lief auch äußerst erfolgreich. Wollen wir vielleicht noch ein bisschen die Boulogne erobern? Können wir machen. So. Dieser Sieg war auch unser. Es muss eigentlich nur noch belagert werden. Da können wir ja auch schon mal die Geschwindigkeit wieder hochstellen. So, also ich würde sagen, unser Sohn hat sich schon mal ganz gut bewährt hier. Unser Oberbefehlshaber derzeit. Ja, das war dann der Sieg. Wir können alle auflösen.
Gut gemacht, sagen wir da. Oh, Prinz Filippo ist krank. Eieiei. Da sind wir natürlich jetzt sehr besorgt um unseren kranken 32-jährigen Sohn. Unser Ältester ist nach wie vor schön arrogant in der Provence. Mal sehen, was da passiert. Bartolomeo wird erwachsen und zwar hat er ja eine Kriegsausbildung. 3 Sterne finde ich gut. Ja. Ist nicht verkehrt. Und er ist bescheiden, mitfühlend und hinterlistig. Interessanter Charakter. Ich biete eurem Ratskanzler König Berengui bereits einige Wochen Obdach und er hat wirklich sehr dabei geholfen, mir die Pracht des Reiches aufzuzeigen, über das ihr regiert. Ja. Hat ein bisschen bessere Meinung von uns. Haben wir sonst noch was zu tun? Ach so, natürlich. Ich habe einige Sachen hier im Kerker. Also nicht Dinge, sondern Leute eigentlich, die ich mal freikaufen lassen müsste. Den hier können wir mit dem Druckmittel rauslassen. Das reicht uns auch völlig. So. Dann haben wir einen Vorzug freigeschaltet und das ist jetzt der Punkt, wo wir einen neuen Fokus auswählen. Ich würde sagen, wir gehen mal Richtung Staat und Kirche weiter und dann wird weiter gewürfelt. Ich mache es ja bei sprunghaften Charakteren immer so, dass ich zwischen den 5 Lebenswandelmöglichkeiten würfle, wobei die Ausbildung doppelt zählt, das heißt in dem Fall Diplomatie. Das heißt, 1 und 2 ist Diplomatie und dann geht es weiter mit 3, 4, 5, 6 und dann würfle ich mal eine Runde. Und zwar eine 6. Wir bleiben in der Bildung. Das ist ja die Frage, ob er jetzt dabei bleibt oder ob er sich in eine andere Richtung entwickelt. Ob er jetzt genug von der Theologie hat. Also würfeln wir auch das. 1 und 2 ist gesunder Körper, 3 und 4 ist Gelehrter und 5 und 6 ist der Theologe. Und ich würfle eine 2. Es geht jetzt also Richtung gesunder Körper. Okay. Schwerpunkt auf Medizin. Mal sehen, was die anatomischen Studien ihm bringen. Das passt vielleicht sogar ganz gut, denn sein Sohn ist gerade krank. Er war ja auch schon krank. Vielleicht möchte er einfach auch helfen. Genau. Die kommen alle frei. Es gab einmal zusätzliche Steuern durch unseren hervorragenden Ratsverwalter. 540 extra. Das ist natürlich nicht schlecht. Ach so, Moment mal. Ja, die Lustschlösser sind fertig gebaut. Das war zwischendrin passiert. Dann werden wir die mal gleich verbessern. Der Nächste, der das Kriegsbeil begraben möchte, und ein weiterer Rivale, der Bürgermeister von Tilburg. Naja, wenn ihm danach ist. Ach nein, Werte Violante, ich mag euch zwar nicht geliebt haben und doch setzt mir euer Ableben deutlich mehr zu, als ich es für möglich gehalten hätte. Ihr wart immer für mich da, immer an meiner Seite. Habe ich euch als gegeben hingenommen? Es gibt so viele Dinge, die ich euch nie gesagt habe. Ja, 16 Anspannung gibt es dafür. Sie war ja melancholisch und gebrechlich und außerdem ein Trunkenbold. Ja, ist natürlich klar, dass man dann nicht so alt wird, ne? Ach so, ein Festmahl in Ravenna. Aber er ist nicht so wichtig, da gehen wir nicht hin. Ich gehe ja nur zu Festmählern, wenn es wichtig ist. Wer ist er? Einer unserer Enkel kann heiraten, dann suchen wir uns mal eine passende Partie für ihn. Wie wär's mit der Gräfin von Naumburg? Die hat immerhin einen Titel, da hat er was von. Ja. Dann, gut, das mit den Herzogtümern wissen wir. Festmahl in Krain, auch das ist nicht so wichtig. Können wir vielleicht selber mal ein Festmahl machen? Wie wär's? Könnte man vielleicht wirklich mal veranstalten? Auf der anderen Seite sind wir jetzt nicht so die große Feiernatur. Wir sind zufrieden, feige, sprunghaft. Also man könnte höchstens damit argumentieren, dass er eben ja so selbstzufrieden ist. In irgendeine Beschäftigung braucht er ja. Wie wär's? Oh, wir könnten auch jagen gehen. Aber er ist feige, das passt nicht so richtig. Nee, ich denke, er wird ein Festmahl veranstalten. So. Hofarzt haben wir. Wen können wir hier einkerkern? Gut, die sind eh nicht so wichtig. Herzog Giulio ist ein Perverser.
Aber das ist unser Freund. Also unsere Freunde werden wir mit Sicherheit nicht einkerkern. Da gibt es noch irgendwie ein paar Vasallen, die man übertragen könnte, aber finde ich jetzt nicht so wichtig. Ja, wir sind jetzt nicht verheiratet, ne? Die Frage ist, würde er jetzt noch mal heiraten? Mit 59, er ist ja jetzt nicht ein alter Tattergreis bisher. Könnte man sich schon vorstellen, dass er sich noch mal eine sucht? Mal sehen, ob wir vielleicht jemanden finden. Ich muss allerdings mal hier den Filter rausnehmen. Gut. Ihr solltet auf jeden Fall erwachsen sein, ne? Bündnis macht, wer ist sie denn? Duce de Bar? Was für ein Bündnis gibt's damit, bitte? Eigentlich gar keins, ne? Gelsender? Eine Bastardgeborene. Vielleicht findet er ja noch mal eine schöne Frau oder sowas. Das wäre doch was. Möchte jetzt vielleicht einfach mal eine hübsche haben. Gehen wir mal auf die vererblichen Eigenschaften. Und gucken mal, wer sich da anbietet. Imag. Uskr. Das kann ja kein Mensch aussprechen. Ist auf jeden Fall die Tochter von ihm. Von Möhn. Jaltum von Möhn. Wo ist das denn? Ach, das ist da oben. Gut, ich meine, das ist gar nicht mal so abwegig. Das ist ja also innerhalb unserer Ländereien sogar. Die merken wir uns schon mal für den Fall der Fälle. Wen haben wir sonst noch so? Madalena di Devol. Ist eine gesellige, sprunghafte, gerechte. Ja, aber sie ist wunderschön. Das ist natürlich ein Argument. Ich weiß aber auch nicht so richtig, wo gehörten die überhaupt hin, ne? Okay, na gut, das ist auch wieder hier drin. Ich meine, das ist ja überhaupt nicht standesgemäß. Auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, dass es unseren Herrscher nicht so richtig interessiert. Ob das jetzt wirklich was bringt. Die Tochter von ihm ist auch sehr interessant. Er ist auch schon wunderschön. Wo ist denn sein Titel? Das ist ein Bistum. In Aquitanien. Tja, das ist jetzt eine Frage, ne? Wen würde er da jetzt heiraten im Zweifel? Wer gefällt uns denn jetzt am besten? Sie ist auch sehr fruchtbar, was man offenbar jetzt schon weiß, obwohl sie ja noch gar kein Kind bekommen hat. Schüchtern, sprunghaft, ehrlich. Ich meine, die anderen beiden mögen uns wenigstens, ne? Also richtig, ich meine, sie mag uns auch, aber nicht so sehr. Ich würde mal sagen, sie fällt schon mal raus. Und ich würde mal sagen, wir nehmen mal die Ältere. Nicht hier dieses junge Ding. Sondern, also ich glaube, ganz so heftig sollte der Altersunterschied dann doch wieder nicht sein. Die wird uns heiraten. Ja, wir verlieren etwas Prestige, macht aber nichts. Das wird unsere neue Ehegattin jetzt. Eine okzitanische Tochter von niederem Adel. So, die Stimmung ist prächtig. Genau, wir heiraten. Das ist quasi unser Hochzeitsfest jetzt. Und da sind wir auch schon verheiratet. Voll Ehrfurcht. Nach einem ausführlichen Gespräch über unsere leckeren Gänge bringt Prinz Miklos zum Ausdruck, dass er mich für äußerst gebildet und weise hält und dass meine Äußerungen stets von unschätzbarem Wert für all jene sind, die weniger belesen sind als ich. Ja, das sehe ich aber auch so. Getrübtes Urteilsvermögen. Als ich sehe, wie sich die Augen von Ratsprediger Udalrich bei meinen Worten weiten, wird mir klar, was ich da gerade über Herzog Bonifacio erzählt habe. Was wissen wir denn da? Oh, ein Mordgeheimnis.
Ich schiebe mühsam meinen Krug von mir. Ich hatte zu viel zu trinken. Mühsam versuche ich, mich aufzurichten. Glaub mir kein Wort. Ja, was habe ich nur getan? Wir haben das Geheimnis unseres Vasallen verraten. Ja. Ja, das konnte jetzt offenbar nur so schön sein, weil unsere Gattin sich so engagiert hat. Ich meine, sie kam zwar eigentlich erst später zum Fest, aber gut, wir glauben mal, dass sie da ihren Anteil hatte. Jetzt haben wir endlich mal Zeit für unsere neue Königin. Festmahl in Jüterburg? Nein. Wir können Nachbarn zu Vasallen machen. Oh, da oben. Gibt es welche, die uns beitreten würden? Wenn wir niedrige Feudalpflichten nehmen würden. Oh, dann machen wir das doch. Und er hier auch. Für niedrige Feudalpflichten machen sie das. Gut. Skandalöser Priester, die Herzogin Albina schon wieder. Die hat eine Liste all jener angefertigt, die ja einmal ein Leid angetan haben. Und darauf finden sich zudem Pläne, wie sie sich revanchieren und Rache nehmen kann. Ja, ich würde sagen, wir sagen dazu einfach mal nichts. Festmahl in Pisa finden wir jetzt auch nicht so interessant. Tja, was machen wir jetzt mit unserer neuen Gattin? Unsere neuen Leute. Achso, ich bin jetzt wieder über der Vasallenschwelle. Das ist natürlich jetzt wieder ein anderes Problem. Wer soll jetzt wieder... Was ist jetzt wieder passiert? Zu unserem Neffen. Unser Neffe hat offenbar eine Affäre oder jemanden, der ihn verführen möchte. Okay. Festmahl in Innsbruck. Nein. So, wir müssen jetzt ein bisschen hier umsortieren. Wir müssen irgendwo wieder einen Titel vergeben, damit wir weniger Vasallen haben. Was bietet sich denn da an? Gehört denn der hier eigentlich zu? Das gehört zu Krein. Man könnte das ja an den hier übergeben. Er hat ja eh schon das Gebiet davon. Vasallen verleihen, und zwar ihn. Und damit habe ich dann kein Problem mehr. Und bin wieder in meinem Limit drin. So. Okay. Fest mal hier. Nein, gehen wir nicht hin. Noch schon wieder ein Festmahl. Da wollen wir auch nicht hingehen. So, hier wird noch fleißig gebaut. Das finden wir sehr gut. Gab es denn jetzt eigentlich noch irgendeinen Ort, wo ich bauen konnte? Ich habe schon wieder vergessen. Oh, Moment. Hier in Padua gibt es noch was. Bauernaufstand. Gut, wir nehmen zumindest pro forma mit dran teil, aber ich denke, das wird sie jetzt nicht so herausfordern. Ja, das war es nämlich auch schon. So schnell hätte ich ja nicht mal meine Leute rausholen können. Oh, wir können ein Dynastievermächtnis freischalten. Dann machen wir das doch mal. Ja, Dynastievermächtnis würfel ich ja auch immer ein bisschen aus, weil ich mich meistens nicht entscheiden kann. Das ist der eigentliche Grund. Und ich versuche ja immer, eine Auswahl zu treffen zwischen Sachen, die gut zu unserem Herrscher passen. Oder zu den Sachen, die in seiner Herrschaft passiert sind, sozusagen. Jetzt ist natürlich nicht besonders viel passiert hier. Aber ich denke, ein paar Sachen können wir ausschließen. Also Privatarmee passt schon mal nicht, denn wir sind ja nicht so der große Krieger. Macht und Wohlstand könnte ich mir schon vorstellen, weil das ist ja so ein bisschen das, was im Moment uns prägt. Lässliche Sünden passt irgendwie gar nicht. Zusammenlaufendes Blut würde schon passen. Lebendiger Hof. Ich meine, wir sind jetzt im Moment eher im Gelehrsamkeitsbereich mit unserem Fokus. Respekt und Loyalität ist, glaube ich, nicht so 100% das Richtige. Sippe dagegen schon. Also müssen wir uns jetzt ein bisschen entscheiden. Ich möchte nicht ganz so viele zur Auswahl haben.
In Würde altern. Also ich glaube, Sippe ist nicht so der 100% sein Ding. Er ist jetzt nicht so der krasse Familienmensch. Er ist halt zufrieden und feige, ne? Daher würde ich sagen, das vielleicht eher nicht. Oh, Moment, das war falsch. Da wollen wir hin. Vielleicht werde ich mal zwischen Macht und Wohlstand, zusammenlaufendes Blut und lebendiger Hof würfeln. Das kommt mir irgendwie am sinnvollsten vor. Weil Respekt und Loyalität ist, glaube ich, nicht so sein Ding. Also, 1 und 2 ist Macht und Wohlstand. 3 und 4 ist zusammenlaufendes Blut. Und 5 und 6 wäre dann der lebendige Hof. Und ich würfle eine 3. Es geht tatsächlich zu zusammenlaufendes Blut. Ja, damit haben wir 30% höhere Wahrscheinlichkeit, dass vererbliche Eigenschaften sich verstärken. Krass. Als nächstes käme da die robuste Blutlinie. Niedrigere Chance auf schlechte vererbliche Eigenschaften. Chance auf neue schlechte vererbliche Eigenschaften ist auch verringert. Da kann ich sogar noch eins aussuchen. Lebenserwartung plus 5 Jahre. Okay. Interessant, das ist bei manchen Herrschern vielleicht gar nicht das, was man unbedingt möchte. Aber naja. Gut. Es wird mal wieder Zeit, die Folge zu beenden. Ich bin mal gespannt, was wir beim nächsten Mal machen. Bis dann, macht's gut, eure Miri.